Hallo und herzlich willkommen bei Folge 106 unseres Fick the Beast Infinity Displays. Ich werde es erstmal relativ unwichtigen Scheiß machen. Hallo, Leck. Und zwar werde ich nur einmal ganz kurz mir ein zweites Set Nano und Power Armor, also Quantum und Nano Helm Zeug craften für die Power Ranger Challenge. Und deswegen werdet ihr wahrscheinlich größtenteils wohl auf Folie achten, denn der macht was Interessantes. Der zeigt euch nämlich den fertigen Sims. Da sieht man ihn auch schon. Sieht relativ groß aus. Ist er auch. Genauso breit. Er ist mittlerweile 19 Blöcke breit. Wie groß er ist, habe ich gar keine Ahnung. Will ich auch nicht nachzählen. Also hier oben sind die Sonnen, wie ich euch schon gezeigt habe, ganz genau aufgebaut wie hier, halt aneinander. Direkt nebeneinander und so weiter. An der Seite, naja, müsst ihr halt gucken, dass die ganzen Relays und die Kollektoren halt, dass auf den roten Punkten der Kollektoren halt immer eine Lichtquelle drauf ist. Also das müsst ihr jetzt nicht unbedingt so machen, wie ich das hier gemacht habe. Ihr könnt auch hier genau diesen Block einfach wegnehmen und dann könntet ihr das zum Beispiel schon einen Block kleiner machen. Aber ich habe es einfach so gemacht, damit es mehr aussieht wie ein Sims. Ich meine, die 1000 EMC, 1500, ist mir dann auch egal. Ich meine, wenn man mal sieht, was das produziert. Jedenfalls mehr als die da oben. Ja. Wir haben es also so gemacht, dass wir also wir haben hier direkt so schon eine Sicherung eingebaut, falls wir mal auf die Idee kommen, das mal schnell das Diamanten rausziehen zu stoppen. Wir haben also hier zuallererst mal die Diamanten in diesen Energy Condenser getan, welches das direkt in Red Matter Furnace umwandelt. Und diese Red Matter Furnace werden halt durch diesen Filter, sobald einer da ist, in diese Ender Chest geführt. Da habe ich jetzt die 40 einfach mal rausgenommen. Die hier drin waren, die sind jetzt hier. Die werden dann in diese Ender Chest geführt. Diese führt dann wiederum hier nach oben. Bisschen laggy hier. Diese führt dann hier nach oben, das ist genau die da. Die Red Matter Öfen werden dann durch dieses Ding hier in diesen Energy Condenser getan, wo hier ein wenig EMC Überschuss ist, was davon kommt, dass da Red Matter Furnace drin waren und die halt in Diamanten umgewandelt wurden. Ja, so sieht das dann aus. Wenn das Teil mal leer ist, dann können wir die Diamanten ganz schön schnell rausziehen. Und ja, diese Diamanten werden halt mit diesem Filter wiederum, oder ist das ein Transposer, weiß ich gerade nicht mehr, mit dem Filter, ist ein Filter. Mhm. Mit diesem Filter werden halt direkt die Diamanten, wie man hier auch schon sieht, hier wegtransportiert. Hier rein. In unsere Überlauf-Chest für unser System, das ihr halt hier seht, das ist der Relay. Genau. In der Chest ganz Relay. Da ist der RSGE gerade. Ich komme auch mal rein, einmal, weil ich es kann. Auch wenn es laggy ist. Mal gucken, ob ich durch die Tür komme. Ja, ich komme rein. Das ist schon mal schön. So, hier, nein, falsch. Hier ist es dann. Und hier werden wir dann, hier wird das dann dazu verwendet, unsere Clanster Omegas aufzufüllen. Ich kann natürlich jetzt, oh, guck mal an. Ist relativ viel, würde ich mal sagen. Also ist voll. Voll ist schon mal viel. Das ist schon mal gut. Ja, voll also, ist gut. Außer bei Alkohol, das ist nicht gut. Alkohol am Steuer sowieso nicht, ja. Nee, haben wir das auch schon mal drin? Ja, genau. Und ja, wie man sieht, ist dieser Relay MK3 läuft hier auf Hochtouren, um die EMC wieder loszuwerden. Obwohl das eigentlich ganz gut hinkriegt, weil er muss hier keine EMC drin keine Diamanten drin speichern, das ist schon mal ganz gut. Und dieser kleine Samiga füllt sich auf, dann ja, das können wir dann halt auch, wenn der voll sein sollte, mit den restlichen machen, wenn wir denn Lust drauf hätten. Und wenn nicht, dann halt nicht. Und ja, hier haben wir dann halt den Schalter mit dem Wireless Redstone. Hier könnte man den Sims ein- und ausschalten, wenn wir gerade Bock drauf haben. Ich weiß nicht, ob wir das jemals haben werden. Hm. Ja, man merkt schon, dass es Emception droht. Ja. Emception. Emception, ja. Und ja, ich zeige das hier nochmal kurz.
hier halt das Redstone-Signal, wie mobile das Redstone mit dem, ja, dann hier schon mit dem Timer, der das hier kontinuierlich versucht rauszuziehen, auch wenn nichts kommt. Ja. Mir fällt gerade was auf. Da du nicht erzählt hast, dass du die wichtigen Sachen gesagt hast, müsste ich mich jetzt mal daran erinnern, dass ich dann gleich am Anfang, dann nachdem mein Bild kurz groß war, dein Bild groß mache und mein Bild klein mache. Was du natürlich schon wusstest, ja? Also ja, was wir natürlich schon gut vorgeplant haben. Das heißt, eine Sache, wenn ihr das hier nachbauen wollt, wundert euch hier nicht. Hier ist ein ziemlich tiefes Loch. Das ist 4 Blöcke tief, dieses Loch. Wenn ihr das so nachbaut, wie ich das gebaut habe. Also... Man kann hier tief fallen. Wenn man keine Rüstung an hätte, könnte man glatt ein halbes Herz Schaden nehmen. Vor allem Rüstung bringt ja sowieso nicht viel. Wobei, soweit ich weiß, ich hatte das gleich mal ausprobiert, mit der Quantum Armor in den Void zu springen. Ich glaube 10 Minuten später bin ich wieder an Kids PC gegangen, ich fiel immer noch. Also die Quantum Armor ist doch nicht die einzige. Die Quantum Armor ist, soweit ich weiß, die einzige Rüstung, die es schafft, den Void aufzuhalten. Ich würde übrigens zwischendurch mal fliegen drücken, damit du nicht gleich weg tot bist. Auch wenn ich TP übrigens habe, also im Notfall kann ich auch TP. Aber wie ihr seht, er kriegt keinen Schaden. Und solange, geh mal in dein Inventar. Und solange die Rüstung noch Energie hat, was ihr in den Doppelpunkt 1 seht und Doppelpunkt 4, das sind sozusagen die Energie, umso höher die Sache, umso weniger Energie hat das Teil, also umso... Das nennt sich Metadaten und umso höher die Metadaten, bei mir zum Beispiel Doppelpunkt 8, umso höher die, umso niedriger die Energie in eurem Teil drin. So sieht's aus. Ja. Und das Ding ist fast voll. Ich finde, das hast du sehr passend erklärt. Fällst du oder fliegst du? Jetzt fliege ich gerade nach oben. Siehst du? Ich höre auf. Ja, jetzt fliege ich. Jetzt höre ich auf. Jetzt fliege ich. Jetzt stehe ich. Das sollst du nicht zu schnell, sonst fällst du gleich wieder. Juhu! So, bald sind wir bei 150.000 EMC. Ja, dann musst du wieder dein Cluster Ding jetzt nimmst einen anderen Cluster, mega. Ja, ich kann genug. Noch ein bisschen dauern, bis ich wieder oben bin. Also, keine Panik, ich werde nicht sterben, auch mit meinen 40 Red Matter Pharmacen. Du hast schon wieder auf die Truhe geklickt mit einem Rechtsklick. Die Endertruhe mit deinem Pouch. Das sieht irgendwie witzig aus, muss ich sagen. Ja, das sieht episch aus, ne? Das sieht echt geil aus. Du hast übrigens schon wieder mit einem Rechtsklick auf die Truhe getötet, oder ist es immer noch so? Nö, immer noch so. Achso. Das sieht hier, wie heißt es noch? Was aus, ach, das war auch noch eine andere Mod hier mit dem Portable Hole, das war. Farmcraft. Sag ich doch. Genau das wollte ich gerade sagen. Es wäre mir fast aus dem Mund gesprungen, als du das gerade gesagt hast. Ja, klar. Es lag mir schon förmlich auf der Zunge. Also, ich kann bestätigen, da lag tatsächlich gerade ein kleines Schaden drauf. Ja. Nein. So, jetzt bin ich ja schon wieder da. Was? Keine Panik, du hast mich nicht verloren. Alles ist gut. So, jetzt weißt du, was du dir jetzt wünschen sollst, ein Teleportationsring. Ich muss mich nicht teleportieren, ich habe einen Sims. Der von unten echt geil ausgeht. Der von unten echt wirklich... Der von unten wie eine Bubble. Der sieht von unten aus wie das Biest im Kleinformat, Alter. Also wenn man nicht wüsste, dass das ein Sims ist, dann würde man denken, das wäre eine Kugel. Wenn man was hältst 3D, du davon? Weil das liegt daran, dass du diese komische Quake Pro Einstellung hast. Bei mir sieht das anders aus. Ja, ich weiß, ich mag Quake Pro. Ich überhaupt nicht. Damit sehe ich viel mehr. Also natürlich sieht man da mehr, aber dann fällt auch das Bild was so. Ist eine Kugel. Nö, es ist nicht, wie du siehst. Aber es sieht aus wie eine Kugel. Naja. Also es ist Minecraft also, Kugel, komm. Also wenn man es jetzt so sieht. Wenn man ein bisschen, also wenn man auf den ersten Blick könnte man sagen, es ist eine Kugel, aber wenn man genau hinguckt und man wirklich in einem Test gefragt würde, ist das eine Kugel, dann würde man wahrscheinlich sehen, dass es ganz viele Blöcke aneinander sind und dass die somit dass jedes Mal ein Schatten auf dem Block liegt, sodass man sieht, dass jedes Mal ein Block nach unten gegangen wird, was eine Kugel ausschließt. Ja, wen interessiert das? Ich weiß, ich wollte gerade sagen, jetzt wisst ihr voll Bescheid, weil das war die wissenschaftliche Erklärung. Also wenn man mal einen Riesensperr machen will, dann wird das die Spitze. Also wenn man das am besten auch noch EMC generieren, dann ja. aus Milkern oder so. Ja. Oder aus Darkroom geschossen. Und dann macht man da ganz viel Stein drumherum, dann sieht das aus wie so ein Stab. Naja, so oder so, wir haben einen Peepbock, das interessiert mich noch viel mehr als das ganze Gelaber, was er da macht. Und ich kann jetzt endlich anfangen mit der nächsten Challenge, denn wir haben jetzt gerade Power Ranger so gut wie abgeschlossen, ich warte nur noch darauf, dass dieses eherne Ding da oben im Himmel
sich mal beeilt, weil es immer noch nicht fertig ist. Oh, das muss ich noch laden. Ihr seht, also die Dinger sind jetzt bei Doppelpunkt 3, die bewegen sich auch nicht, weil die halt, das ist der Vorteil, also die, in der alten Version kann man sich einfach viel von den Dingern um der Uranzelle machen und man hatte Strom for free. Die Dinger gehen nämlich nicht kaputt, wenn ich die jetzt rausnehme, sollten die eigentlich sich relativ schnell wieder heilen. Ihr seht, die sind alle wieder heil. So, deswegen sind die so episch. Also jetzt legen wir die da einfach wieder eiskalt rein und kein Problem, das Ding läuft. Also wenn ihr mal freie Energie haben wollt oder ein bisschen ineffizienteren Reaktor, nehmt ich einfach ohne Ende von den Dingern und gut ist, funktioniert. Ich sehe die Sonne. Und I see that, people. Warum sehe ich die Sonne, obwohl es dunkel ist? Weil wir hier in einer Void-Welt leben. Mein Fuck. Ja, mein... Uhuhu. Was ich auch lustig finde, ist, wenn jemand mal darauf achtet, seht ihr hier, an der Stelle der schwarze Streifen, und dann dreht er sich auch noch so. Das ist so, sehe ich die Sonne nicht. So immer in einer Viereckform. Ja, immer in einer Viereckform. Immer die Chunkform. Sagte ich. Klink. Jetzt kommst du jetzt eh nicht mehr da rein. Ich mag Züge. Ja, ich auch. Es wäre so witzig, wenn sich jetzt hier Gleis aufbauen würde und ein Zug durchfahren würde. Also wir haben auf jeden Fall schon mal eine gute Menge Refractory Bags, aber noch immer nicht genug, um die einfache billige Kiste voll zu machen. Und wir wollen ja eigentlich nur eine ganze Kiste voll machen. Aber unsere Bienen sind noch nicht alle tot, aber einige zumindest. Jetzt muss ich natürlich gucken, ob das die richtigen waren. Ha, einige sind tot. Wuhu! Ja, das ist wirklich was Positives, weil ich keinen Bock mehr auf die seelenden Bienen habe. Langsam nerven die, die sind so langsam. Obwohl sie alle Fast Worker sind übrigens, die sind tatsächlich alle Fast Worker, alle. Also wenn ich jetzt freie Hand bekommen würde von unserem RSG, dann glaube ich, würde ich ihr Madness machen. Du würdest tatsächlich deinen elenden Stern bauen. Oh, was jetzt mit dem Sims das, schon das würde zu lange dauern, das würde zu heftig laggen, aber das wäre echt episch. Also erst einmal mache ich jetzt den Regen aus, dann können wir weiterreden. Das finde ich schon mal eine gute Idee. Denn vor allem, weil ich im Haus bin und mich der Regen sowieso nicht interessiert, aber ja, aber der interessiert meine Bienen. Wenn Bienen, dann Bienen nicht, Bienen mit Bienen. Gesundheit. Bienen nicht mit Bienen, weil Bienen nur Bienen. Was er war. Nicht mit Bienen, also die Bienen nur, aber nicht mit Bienen, sondern ohne Bienen. Und nicht mit Bienen. Was war das jetzt für eine Farbe? Gelb, weiß, gelb. Gelb, gelb, gelb. Sag ich doch. Nur gelb, gelb, gelb. Und du brauchst halt drei weiße und drei gelbe. Also drei Bond und drei Yellow. Die Yellows kannst du bestellen, das Bond musst du transmutieren. So, was ich jetzt mal tun werde, ist die Shimmering Combs oder Simmering Combs oder wie auch immer man die aussprechen will, da reinzuschmeißen und mir nochmal neue Honey Drops zu holen, denn mein Bierleiser läuft langsam aus. Und da es hier noch keine Aerial Interfaces gibt oder sonstige epische Blöcke, die das Remote Befüllen möglich machen, vergesse ich das einfach mal. Ein, zwei, drei, bitte sehr. Musst du nur noch drei Bornmeal holen und vorher einmal. Ich hatte schon. Achso. Ich hab die bei bekommen, also musste ich die erstmal. Ja, wo hast du die jetzt? Ich finde das so episch, ich krieg die ganze Zeit Schaden und dabei geht meine Health-Leiste nicht einen einzigen Punkt runter. Wo hast du die jetzt hingeschmissen? Schaut lang. Die habe ich schon drauf gemacht. Achso, sag das doch gleich. Du brauchst halt nur das doch gleich. Du brauchst halt nur das drauf machen. Also. Ja. Oh, die hat Hostel in Weimar und die hat keine Flowers. Diese Bienen sind auch echt irgendwie nett. Ja. Die stechen nur, wenn sie Bock drauf haben und sonst nicht. Das ist echt sozial von denen. Mir fällt gerade auf, dass die auch noch nicht, dass die auch schon fertig sind. Ja. Scheiße. Also langsam nervt dieser Schadenssound irgendwie, oder? Also ich höre ja nicht. Ja, aber meine Zuschauer sollte denn nerven. Deine Zuschauer. Unsere Zuschauer. Deine Zuschauer. Warum hat der Hostile Environment? Och du heilige Pepe. Das Ding kann nur in Hellish Environment gezüchtet werden. Noch eine, die ich im Hellischen züchten muss. Die haben nämlich beide keine Toleranz, die elenden Idioten. Die sind voll asozial, die haben keine Toleranz. Gegenüber anderen Leuten. Was natürlich schade ist. Also die sind voll antisemitistisch, die haben keine Toleranz. Boah, also ich glaube, ich habe schon mal bessere Witze gemacht.
Ich hätte gerne mehr Kakteen in dieser Umgebung. D.H. Hier einmal, drunter noch ein Kobli, den ich umwandle und dann einmal hier einen Rechtsklick drauf mache und dann haben wir nämlich hier einen Kaktus, damit auch die Viecher hier arbeiten können. Denn die brauchen Kakteen. Kakteen. Also nicht Kakteen, sondern Kakteen. So. Jetzt zur eigentlichen Sache, die ich eigentlich machen soll. Wir brauchen die nächste Challenge. Things that make you go boom. Boom, 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 boom. Genau. Was will Folie jetzt eigentlich machen? Nur pennen gehen? Ich will pennen gehen. Ich auch. This bed is occupied. Haha. Das Bett ist von dir selbst. Juhu. Und was wollen wir jetzt, was willst du jetzt machen? Wir haben was noch, will ich machen? Wir haben noch Blood and Water und Things that make you go boom. Wenn mein nachher Akte da oben fertig wäre, hätten wir nämlich nur noch die beiden Challenges. Und Gated Logic, stimmt, Gated Logic. Wo jetzt eigentlich mal der Punkt ist, wo es gut zu wissen wäre, wie lange wir jetzt schon aufgenommen haben. Ach, ich... Dieser RSGE. Ja, das ist Insanity. Immer ein Start, Stopp. Ja, das ist Insanity. So, in was ist was Insanity? So, machen wir mal kurz eine Aufnahmepause. So, da sind wir wieder. Ja. In der Zwischenzeit will Folie irgendwas im Nether anscheinend machen, würde ich sagen. Denn, ja, der hat keinen Bock, was anderes zu machen, keine Ahnung. Ich kann auf den Assembly Table und ein paar Lasern, denn ich will die Gated Logic Challenge euch zeigen, wie ihr die machen könnt, dann die echte abschließen, weil... Punkt. Einfach nur so viele Zombie-Pigment wie möglich töten. Dafür locke ich sie alle in dieses Loch, was ich gerade gemacht habe. Welches drei Blöcke tief ist. Mal. Wie viel habe ich nicht wieder rauskommen werden? Ich bin ja so teuflisch. Habe ich denn jemals Goldpipes bei euch? Ich glaube nie, weil ich Goldpipes nie brauchte. Dann bestelle ich mir mal einfach 10 Gold und 5 Glas und eine Menge Redstone. Ja, kommt her, los, hierher, hier entlang, genau, hier. Denn es ist folgendermaßen. Wir brauchen Golden Transport Pipes. Und dann brauchen wir aber nicht nur Golden Transport Pipes, sondern wir brauchen auch noch 40 Redstone. Und werten diese Golden Transport Pipes auf zu Power Transport Pipes. Denn in der Version gibt es ja natürlich kein Thermal Expansion mit seinen tollen Conduits. Alter, das sieht buggy aus. Müssen wir hier noch die guten alten Conductive Pipes benutzen. Okay, Level. Aktivier doch mal deinen Void Ring. Dann kannst du auch die Items schneller einsammeln. Ich kann sogar sowieso gerade nichts sehen. So viele Level. Ach, da fällt mir gerade mal ein, wegen den Leveln. Falls jemand weiß, wie man die XP wieder aus dem Milestone herauskriegt, weil das ja angeblich die XP speichern soll, der schreibt das bitte mal in die Comments. Das wäre echt ganz nice. War das ja eigentlich mit Rechtsklick, geht aber bei uns anscheinend nicht. Ja, bei uns, wir haben da so ein bisschen was versucht, aber es hat nicht funktioniert, so mit Rechtsklick. So oder so, ich stelle jetzt mal dieses Assembly Table auf und dann bestelle ich mir den Rest sowieso dort hinten, weil ich noch nicht ganz genau weiß, in welchen Ausmaß und Dimension ich das Ding bauen will. Aber wir machen uns ein Assembly Table, den wir hier hinstellen. So, stellen wir mal ungefähr in die Mitte. Ungefähr, so die Mitte. Ja, kann man als die Mitte bezeichnen. Meine Damen und Herren, das kann man als die Mitte bezeichnen. Wir brauchen dann eine Mauer. Ich sag immer schön 2 entfernt, das ist aber vollkommen egal, ihr könnt die auch 3, 20, 50 entfernt. Nee, aber ich weiß nicht, was die maximale Range von den Dingern ist. Auf jeden Fall nicht zu weit weg, aber auch nicht zu nah dran. Denn zu nah dran sieht scheiße aus und ist sinnlos. Dann eine Kiste. Und zwar folgendes, wenn ihr Sachen im Assembly Table craftet, was genau, wie genau, das zeige ich euch gleich noch. Aber wenn ihr dort so Sachen craftet, dann fallen die direkt raus. Die fallen und die droppen und dann, wenn ihr sie nicht einsammelt, decayen sie und sind weg. Ich baue das einfach hier bei dem Kaktus, weißt du? Also braucht ihr eine Kiste daneben, denn dann werden die Sachen in eine Kiste, nicht in eine, sondern in die Kiste transferiert. Also Kiste daneben stellen, damit die Sachen in die Kiste und nicht gedroppt werden. Dann brauchen wir jetzt eine Mauer, die ich schon angefangen habe. Die Mauer muss nicht weg, sondern hier muss die Mauer hin. Machen wir mal hier nochmal. Nö, nicht hier, aber
Dann müssen wir hier rum. Ein Ghost. Stirb. Juhu. So, dann sieht das auch gut aus. Dann brauchen wir unseren Philosopherstone. Nochmal voll aufwärts und einmal komplett in Stein, bitte. Das Ganze. Mehr Zombie Pigman. So, jetzt haben wir hier Steine. Dann brauchen wir Laser. Brauchen wir jetzt ganz, ganz viele. Und wir brauchen Golden Conductive Pipes. Die kommen hier erstmal hin. So. Diese Typen sind irgendwie witzig. Die schieben mich da hin. Wichtig, ja. Wichtig bei Golden Conductive Pipes. Ihr dürft niemals sowas machen. Keine Loops mit Golden, mit Conductive Pipes generell. Warum ich Golden Conductive Pipes nehme, es gibt nämlich noch mehr, mal gucken. Gibt es auch noch Stone Conductive Pipes und Wooden. Die Stone Conductive Pipes haben einen höheren Energieverlust, denn mit den Conduits gibt es Energieverlust. Also halt, umso weiter sie durch dieses Ding gehen, umso weniger Energie ist da noch da. Und die Wooden sind, wie auch Wooden Pipes, nur für den Anfang, nicht fürs Transferieren. So, wenn ihr sowas macht, einen Loop produziert, dann geht die Energie in diesem Loop immer rundherum. Es bildet sich ein gigantisch dicker Strahl und ihr verliert eine Menge Energie. Zeigen tue ich das auf jeden Fall auch nochmal, damit ihr es genau wisst, aber es kann euch schon mal jetzt gesagt sein. So, dann brauchen wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, nee, 6, 7, 8, 13 Lasers. Sollte auch eigentlich reichen von der Stärke, ja, 13 Lasers. Ich habe hier eine Armee zusammengestellt und ich bin bereit, dich anzugreifen. Und dann kommst du, lass sie doch kommen. Sollen sie kommen? Ich habe ein Red Katar. Und eine Geisterarmee. Aber, naja, wer die anderen verstanden hat, hat hier der Ringe geguckt. 13... 26, also 26. Wer die Antwort nicht verstanden hat, hat den Zusammenhang zwischen Herr der Ringe und Minecraft nicht verstanden. 26 Obsidian und 26 Diamanten brauchen wir. Und dann brauchen wir 13 mal 5, glaube ich. Also 1, 2, 3, 4, 5, eine Menge Redstone. Ich sagte ja, Redstone brauchen wir. Denn das ist das Rezept für Laser. So, das wird eine Menge Redstone. Witzig, ich töte Zombie-Pigmen, die in die Luft glitschen. Oh, ein Gast. So, und da haben wir unsere 13 Passmarker. Also da hat ja wohl jemand das Rezept vertauscht, eindeutig. Denn so stellt man keine Passmarker her. Da ist irgendwas kaputt. Und zwar eindeutigst. Denn eigentlich geht das Rezept für den Pathmarker so. Also ihr seht, ich habe die gecraftet. Und deswegen... Gott, eine schlechte Sache. Laser, ihr seht, so craftet man den. Und eben Singleplayer funktioniert, aber egal. No such... Okay, das ist jetzt strange. Das ist jetzt strange. Dann kann ich euch das wohl nicht zeigen. Das ist scheiße, denn es gibt keinen Laser anscheinend, angeblich. Wenn ich mal den Pathmarker google. Den gibt es. Und gesetzt macht er auch das, was er soll. Oder auch nicht. Was ist denn das für ein buggiges Ding? Also irgendwas ist anscheinend kaputt. Das ist echt irgendwie komisch. Ja, also, egal, ignorieren wir das einfach. Stellt euch einfach vor, dort wären jetzt Laser. So. Oder vielleicht zeige ich das einfach kurz in meiner Singleplayer. Zeig es mal in deiner Singleplayer. Zeig es in meiner Singleplayer, weil wenn ihr seht, ihr die scheiß Laser, ich zeige es euch einfach normal. Ich habe euch die Singleplayer schon bei Level 100, bei Folge 100 gezeigt, aber jetzt erkläre ich euch auch mal, was ich genau gemacht habe. Ja, ich habe schon wieder vergessen, ich weiß. Ja, dann mache ich das einfach noch kurz und dann müssen wir wieder sowieso wieder an. Also wir müssen sowieso so oder so noch eine kurze Aufnahmepause machen, weil ich muss da kurz wechseln. Also,
Machen wir kurz noch eine Pause. Jo. Bist du vielleicht den... Wenn ich wieder mal nach Singleplayer, ich lasse jetzt einfach mal Folie nicht mit dabei aufnehmen, das könnte, aber... Das Einzige, was man macht, ist sowieso nur Zombie Pikmin abschlachten und dafür eine Menge XP. Ist ja fast das kassieren. So, also, und zwar, wollte jetzt Folgendes bauen. Ich wollte die Laser bauen, so sehen die Dinger nämlich aus. Und die sind nämlich hier drumherum. Ich wollte eigentlich genau das gleiche bauen. Und hier ist der Sandy Tail mit seiner Kiste neben dran. So, dann hinter oder auf die Laser die Conduits hier, die Teile halt, die goldenen Conductive Pipes, Golden Conductive Pipes, so heißen die Teile. Und die niemals loopen, wie gesagt. Und wenn ihr jetzt mal guckt, hier gehen sie hoch, hier gehen sie hoch und dort gehen sie hoch. So. Und dann, wenn ihr etwas anschließen wollt, zum Beispiel eine Engine, wie ich es gemacht habe mit den Electrical Engines, nehmt ihr die Wooden Pipes. Das heißt, eine Wooden Pipe, dann hier die Gold Pipe und dann schließt ihr die so an. Wie gesagt, niemals loopen. Das heißt, so wie ich es gebaut habe, ist es am effektivsten. Hier, Kreuzung, okay, aber keine Loops. So, und dann habe ich halt noch dazwischen dieses Zeug hier verlegt, das ist das Jacketed Wire. Und hier oben ist das EU. Also sind ja, wir brauchen ja... drei Seiten. Wir brauchen einmal Redstone und dann die Dinger laufen, weil den Redstone Signal, das ist hier in der Mitte, das ist da und hier zwischen den beiden rein, das ist das Redstone. Dann haben wir hier die EU durch die Glasfiber-Cable, die kommen von unten, da ist mein EU-Netzwerk und die gehen dann halt hier unter die Engines, dort ist das EU und hier über die Engines, dort sind die EU, also immer von unten rein. An der Seite wiederum müssen dann die Conduits angeschlossen werden, auch immer an der Seite, also immer an der Seite mit dem Pinöpel dran. Ich will jetzt keine Sexwitze machen, aber wenn ihr euch die Engines mal so anguckt, naja. Jedenfalls die halt mit einer Holzpipe so anschließen, daran kommt die Holzpipe. Ihr könnt die Electric-Sachen auch woanders anschließen und das Redstone so anders anschließen, aber es ist, denke ich mal, mit die effektivste Methode, die Dinger hinzustellen. Einfach die platzsparendste Methode. Dazwischen einmal so eine Jacketed Wire-Leitung legen, drüber das Zeug und halt drunter die Dinger, weil es mir vor allem um die effiziente Legen, also es um das effiziente Legen vor denen geht. Denn die haben fast nichts an Energieverlust. Redstone-Dinger sowieso gar keinen. Und die halt den höchsten. So. Jetzt zeige ich euch nochmal, was passiert, wenn ihr einen Loop baut. Denn ihr wollt das sicherlich sehen, was passiert, wenn man einen Loop baut, oder? Und wenn nicht, dann interessiert mich das nicht. Ja, wir wollen sehen, was... Ja, wir wollen sehen, zeig es uns. Ja, toll, geil, ich hoffe, dass meine Abonnenten nicht so eine Stimme haben, egal. Nein, dürfen natürlich auch, ist mir auch egal. Das klingt irgendwie lustig. Auf jeden Fall, wenn ihr jetzt diese wunderbare, jetzt hab ich mich wahrscheinlich schon wieder voll in die Scheiße gerettet mit dieser Aussage. Ja, ich bin Meister, mich in die Scheiße zu reiten, bin ich auch gewohnt. Habt ihr gar nicht gehört. Genau, habt ihr gar nicht gehört. Also, da bisher die gesamte Energie hier reingeht, denn der Assembly Table läuft ja nicht, kann ich euch das hier zeigen. Wir machen mal das hier. Und ihr seht, ein bisschen Energie, die da durchfließt. Also, ein bisschen wirklich. Und ihr seht auch, wie gar keine neue Energie da, oder wie doch da noch neue Energie reingeht, also. Ein bisschen Energie. Ihr seht, die ganze Kiste ist voll und bumm. Oh, toll, jetzt habe ich meine Singleplayer geschrottet. Das war intelligent. Also, das passiert, wenn ihr zu viel Energie in einen Teil reinschickt. Ja. Man hätte es voraussehen können, es ist... Hallo, wir reden hier von mir. Ist nicht so seine Stärke, das mit der Voraussicht. Wir reden hier von mir, hallo. Nee, wir reden eigentlich von deiner Welt. Ja, stimmt. Wie muss man diesen Scheiß nochmal auslösen? Mit G. Sag ich doch, habe ich doch die ganze Zeit gesagt, aber nie auf mich hören, weißt du? Halt deine Fresse. Aber dem Folie kann man nicht vertrauen, ne? Kennt man. Kann man auch nicht, du bist ja auch scheiße. Habe ich Erde im System? Ja, ein bisschen Erde. Dann brauche ich noch ein paar von den Conduits und von den anderen Dingern. Deshalb brauche ich aber gleich. Auf jeden Fall wollte ich euch noch was zeigen. Also das war halt, ich habe euch jetzt gezeigt, das passiert, wenn das ihr das macht. Also keine Loops, denn bei der Energiemenge macht es dann bumm. Bei weniger Energiemenge verliert ihr sie einfach nur die Energie. Dann habt ihr einfach nur keine Energie mehr. Aber bei der Energiemenge macht es bumm. Guck dir das mal an. Das sieht so crazy aus. Ich zeig das mal kurz. Ja. Alter, das sieht irgendwie echt witzig aus. Das sieht so über aus. So, wenn wir jetzt... Das sieht irgendwie aus wie so eine fliegende Sphäre. Wenn ich mir das... Witzig.
Ich schmeiß damit so um mich herum, weißt du? So, jetzt wollen wir noch mal zeigen, wenn Chipsets erstellt und wie ihr dann die Gated Logic Challenge hinbekommt. Wo ist sie denn, Gated Logic? Da. Also Request Logistic Pipes craftet ihr, wie ihr wisst. Ich zeige einfach das Crafting Rezept. Request. So. So craftet ihr Request. Oder ihr craftet sie mit Redstone Golden Chipsets. Chipsets zeige ich euch gleich noch. Dann braucht ihr die Gold End Gates. Die zeige ich auch noch, die Gates. Aber ihr braucht noch Apiarist's Pipes. Apiarist's Pipes. Die craftet ihr so mit einer Diamond Pipe und zwei Propolis. Deswegen braucht ihr auch Propolis. Propolis kriegt ihr am einfachsten und schnellsten, indem ihr Dschungelbienen züchtet und dann halt das Silky Propolis, das ihr aus deren Comps bekommt, einfach nochmal in die Centrifuge schmeißt. Das ist euer einfachster und schnellster Weg, um an Propolis zu kommen. Ansonsten könnt ihr euch auch Industrious Bienen züchten, beziehungsweise halt generell aus der Industrious Branch, das heißt Diligent reicht schon. Diligent halt Unweary oder Industrious. Und da bekommt ihr halt, wie hießen die Comps noch? Bestimmte Arten von Comps. Ich habe jetzt gerade echt den Namen vergessen, aus denen ihr häufig auch mal Propolis bekommt. So, dann Diamond Liquid Supplier, die Liquid Supplier. Liquid Supplier Logistic Pipe. Zwei Buckets, zwei Lapis und eine Basic. Ganz einfach, ihr nehmt euer Crafting-System für unstackbares Crafting und schmeißt die da einfach irgendwo rein. Ich habe keine Ahnung, wo ich die hingeschmissen habe. Da. Einfach da rein und sagt ihr ja, einmal da rein und dann ist es ganz einfach, einfach nur ein Auto-Crafting von AI. Dann, Gold okay, Chassis Mark 5. Ja, das Chassis Mark 5 ist hier ein bisschen schwieriger zu craften als in den neueren Versionen. 4 Diamantblöcke, 4 Goldblöcke und das 64 Mal. Mit Gott.